Der heutige Tag ist ein Erfolg, nicht nur für unsere freiheitliche Initiative, die wir gemeinsam mit der Südtiroler Volkspartei gestartet haben, indem wir den Rekurs zur Anfechtung des jüngsten Beschlusses der Ärztekammer vorwärts gebracht haben. Nein, es haben alle 25 Abgeordneten der deutschen Sprachgruppe im Südtiroler Landtag diese Anfechtung mit unterzeichnet. Wir sind sicher, dass wir diesen Rekurs gewinnen werden, der einmal mehr bekräftigt, dass in Südtirol die deutsche Sprache mit der italienischen gleichgestellt ist.